Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei Out for the Game zu einem neuen Video und zwar heute größtes MS-Opening, was wir jeweils hatten. Wir haben hier einen Account bekommen, wo wir jede Menge MS und auch, ja nicht nur MS, wir haben eine Legendary, wir haben eine Licht- und Dunkelrolle, eine Windschiffsrolle und guckt hier, wir haben 60 mystische Rollen, also wir können hier richtig was aufmachen jetzt. Und wir wollen noch nicht so lange drum rumreden. Wir hauen ja alles direkt auf. Platz ist auf jeden Fall. Die Guten heben uns natürlich zuletzt auf. Wir fangen erstmal an mit den 60 Stück und schmeißen ja eins nach den anderen weg. Wenn natürlich Skip dasteht, werden wir auf jeden Fall skippen. Und hoffen, dass hier mal wirklich was richtig Schönes reinkommt. Bis jetzt natürlich wieder sehr, sehr madig. 5 MS ohne bisher. 6 MS, okay, das wird jetzt natürlich traurig. Das ist dann echt unverdient, wenn man sich sowas so lange anspart. Immer wieder, wenn man die Steine hat, sich ein Pack gekauft hat, um sich dann 11 MS zu holen. So, und da sind wir schon bei 9 Stück, ohne auch nur einen einzigen Blitz. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr arm. Das ist noch nicht wirklich ein gutes Monster dabei gewesen, nicht mal für 3 Sterne. Jetzt kriegen wir schon 2 Sterne Awaken. So, das waren jetzt 13 MS ohne, jetzt sogar 14. Okay, Leute, das ist jetzt echt komisch. Das ist jetzt komisch. Was machen wir? Pass auf, wir gehen mal in einen anderen Channel hier. Das ist jetzt echt komisch. Guckt sich an. Nur Müll bis jetzt gezogen. Ich hoffe mal, da kommt jetzt ein bisschen mehr rum. Oh mein Gott. Jetzt sind wir gleich bei 20 MS. Oh, jetzt kommt der erste Blitz. Und da kommt auch schon der erste Gute. Das ist sogar ein guter, weil Wassertau ist sein dritter Skill, haut wirklich sehr, sehr viel Damage raus. Haut 4-mal hintereinander drauf, reduziert dabei die Verteidigung. Mit einer Chance von 25% für jeden Angriff 2 Runden lang. Also der haut aber an sich schon wirklich sehr, sehr hohen Damage raus und erhöht die Angriffskraft mit dem Monster um 22. Auch nice. Also Wassertau ist schon mal sehr gut, Wind wäre natürlich schon ein bisschen geiler, Licht natürlich am allerbesten. Aber zumindest schon mal in 4 Sterne. Ich habe ja wirklich gedacht, wir gehen ja komplett leer aus. So, jetzt dürfen wir natürlich wieder bestimmt schön lange warten. Aber es ist trotzdem traurig, weil mittlerweile, ja, wir haben gleich die Hälfte und haben erst einen einzigen. Oh Mann. Da fühlt man sich wirklich verarscht. 2 Sterne Awaken. Wieder keine Blitze. So, jetzt haben wir gleich Halbzeit. Oh Mann. Und wieder skippen. Es kommt einfach kein Blitz. Guckt euch diesen Mist an. Also so eine schlechte Auswahl habe ich noch nie gesehen. Wieder ein 2-Sterne Awaken. Wir kriegen ja nicht mal. Die wollen sie nicht mal die 3 Sterne hier geben. Hohes Element Feuer, richtig gutes Update bekommen, aber war leider Wind. Komm schon, also bitte. Also da muss als Entschädigung ja wenigstens ein Natural 5 hier rauskommen. Das gibt's doch einfach nicht. Es kommen keine Blitze. Wie soll man das verstehen, Leute? Ein einziger Blitz nach über 40 MS. Ich feiere gerade aus den Latschen, also ohne Mist. Windrolle, gut. Hier haben wir was für Fusion. Fusion.
Das gibt's einfach nicht. So, kurz hier ein bisschen was anderes aufmachen. So, jetzt muss aber hier langsam was kommen. Wieder zwei Sterne awaken. Das gibt's doch einfach nicht. So, jetzt haben wir noch 11 Stück übrig, also quasi noch ein Premium Pack. Und immer noch kommt kein einzig. Oh, endlich mal ein Blitz. Und dann ist es auch noch ein Scheiß. Wasserlicht, sehr, sehr schlecht, wirklich. Gewinnt Immunität gegen Einfrieren, Betäubung, Schlaf, senkt die Chance, kritischen Treffer zu leiden. Klingt an sich ganz gut, aber der ist wirklich gut, Leute. Der ist wirklich gut. Ah, da kommt schon so wenig und dann kommt auch noch so ein Mist. Okay, es kommt wieder mein dritter Blitz. Gott sei Dank. Und dann kommt wieder ein 3-Sterne-Awaken. Das ist da. Guckt's euch an. Oh, jetzt läuft's aber hier. Das letzte Pack gibt normales. Und wieder ein Wassertau ist. Oh mein Gott. Okay, er hat quasi seinen Devilmon dafür. Obwohl er da auch noch mehr als genug im Lager hat. Aber trotzdem. So eine schlechte Ausbeute. 2-Sterne-Awaken. Zweimal Wassertau ist. Gibt definitiv besser, das ist klar, aber er hat einen sehr, sehr hohen Damage-Output, das nicht unterschätzen. Wir wollen bloß hoffen, dass in der Legendary noch was halbwegs Gescheites rauskommt. Oder Licht und Dunkel, wenn es dort nur durchblitzt, das wäre mega. So, letzte MS hier. Magieschützer. Oh Mann, Leute. So, wollen wir das Beste hoffen. Wir haben keine Platz mehr. Aber den können wir noch fix machen. Daran soll ich nicht scheitern. Mit einem muss er sowieso kriegen. Guckt euch dieses ganze Food an. Ich glaube, wir haben aber wirklich alles an Fusionsmonster mittlerweile drin. Daran soll es mittlerweile nicht scheitern. So. So, kommen wir zum letzten, zum vorletzten Highlight. Es blitzt natürlich nicht. Und es wird der Lichtgreif. Erhöht den Widerstand um 20 und reduziert den von Dunkelmonster zu Schaden um 50. Also wirklich crap, weil es gibt. Ja, wer greift großartig mit Dunkelmonster an? So. Wollen wir das Beste hoffen. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, was hier von der Ausbeute gerade kam. Müsste ich vorstellen, 60 MS. Und dann hatten wir jetzt, glaube ich, 3 Stück insgesamt. Davon war. Gut, Wassertau ist es gut. Da kann man allerdings zweimal und einmal noch einen 3-Stern Natural. Also wirklich sehr, sehr mies. Hoffen wir, dass jetzt hier was Schönes kommt, Leute. Und es. Ah, ein Bomber. Und dann leider auch noch nicht mal der Gute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also der Account-Inhaber wird sich wirklich sehr, 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 sehr ärgern. Ich meine, ich werde nicht dran schuld sein. Ich habe eigentlich sonst wirklich nicht so ein krasses Pech wie hier, aber das ist schon wirklich arm. Das ist wirklich richtig, richtig arm. Aber wir haben viel, viel Food für Fusion auf jeden Fall dabei. Dass wir da ein bisschen was machen können. So, hier sind da 1, 2, 3, 4 Stück insgesamt. Ne, 5 haben wir bekommen. Letztendlich. Finally. So, was kommen hier? Gut, die Devilmons, die hat er alle da. Den könnt ihr direkt aufskillen. Er ist, ja, er ist okay, aber er ist nicht wirklich gut. Gut, Genauigkeit für Monster um 50%. Wir haben ja Bomben.
unblockiert, lange Effekte. Ja, also er ist als Bomber wirklich nicht schlecht, ne? Das kann man nicht sagen. Ist ein guter CC auf jeden Fall. Macht guten Schaden. Aber ich hätte natürlich bei der ganzen Ausbeute was Schöneres erwartet. Irgendwas Cooles, eine Chloe wenigstens oder ein Lucien oder whatever. Aber das natürlich ist, dass die Ausbeute ist, ist wirklich sehr, sehr mies. Ich werde es auf jeden Fall gleich mal zeigen. Mal gucken, ob es sich freut oder weniger freut. Ich denke, freut es auf jeden Fall eher weniger. Weil bei 60 ms ist das wirklich eine sehr, sehr miese Ausbeute. Aber hey. Gut, Leute. Ich werde mich wieder in den Pool schmeißen. Ich zerfließe hier langsam. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, tatsächlich eine Ausbeute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht habt. Schreibt ruhig was in die Kommis, erzählt mir, was ihr darüber denkt, ob ihr genauso ausgerastet wärt, als ich, wenn es mein eigener Account wäre, ich würde heulen gerade. Ist zwar gutes Food da, aber sehr traurige Ausbeute. Ja, soll es auf jeden Fall gewesen sein, Leute. Macht euch noch einen schönen Sonntag, geht ein bisschen in den Pool, das werde ich nämlich jetzt auf jeden Fall wieder machen, weil ich sonst hier wegfließen werde. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, denke ich, nächste Woche Montag wieder. Mit neuen Videos und bis dahin würde ich sagen, ciao, macht's gut und schönen Tag noch.